Das ist eine Handfeuerwaffe, die Blutkugeln, also mit deinem eigenen Blut geladene Geschosse, verschießt. Damit kannst du GDs, denen du begegnest, zusetzen. Die Waffe zapft dir oder einem mitgeführten Beutel Blut ab und befüllt damit ihre Magazine. Je länger du den Abzug drückst, desto mehr Blut wird in die nächste Patrone geladen. Zapfst du dir mehr Blut ab, wird auch das getroffene GD mehr Schaden nehmen. Aber saug dich nicht aus Versehen leer, okay? Wird geliefert. Vielen Dank für die Unterstützung. Weißt, wirst du zur Abwechslung mal einen lebenden Menschen transportieren. Es versteht sich von selbst, dass Stürze oder schwere Stöße dieser Person Verletzungen zufügen können. Also sei achtsam, diesmal mehr denn je. Ich halte das Stundenglas. Es soll nicht zerbrechen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Geht nicht, Sam. Der Abstand zwischen Konstruktionen muss größer sein.
Du musst dir eine Stelle außerhalb des Sensorenrings. Denke ich. Such nach. Synthea, wo er brodelt und sich verteilt. Da ist es dann. Er verschluckt dich, wenn du ihn lässt. Er ist bodenlos. Zumindest sagen das die Leute, die... an solchen Orten mit Chiralium kontaminierten Abfall entsorgen. Und auch Leichen. Wenn keine Zeit hat, sie zu verbrennen, bleibt ja noch der Teer. Wealthy man.
Ich höre dich laut und deutlich. Jemand zu Hause? Zu Hause, zu Hause. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Bist du verletzt? Danke, Bridges. Unglaublich, dass du lebst. Das ist mein Spruch, Dummerchen. Ich dachte, du wärst tot. Mutter sagte das von dir. Ich habe es gehütet. Immer. Aber nach dem Angriff ging es nicht mehr. Ich wollte es reparieren, damit der Sand wieder läuft. Doch das fühlte sich an wie ein Schlusspunkt. Wie dich zu vergessen. Naja, jetzt können wir nach vorn schauen. Gemeinsam, du und ich. Wenn du bereit bist. Natürlich. Der Mann, den ich kannte, handelte nicht mit Schrott. Er reparierte Dinge, machte sie wieder wie neu. Die Teile einsammeln und das Beste daraus machen. Das kann ich auch am besten. Aber dieses eine Teil brauchen wir nicht. Die einzige Zeit, die zählt, ist die Zeit, die ich mit dir verbringe. Also zählen wir unsere Momente doch selbst. Gemeinsam. Ich bitte dich, mich zu heiraten, Dummkopf. Werde ich. Ich will. Ja. Und noch etwas. Was? Vergib meiner Mutter, bitte. Sag ihr, dass wir das hier wollen. Hilf ihr, es zu verstehen und zu akzeptieren. Denn sie braucht uns. Und ich brauche sie. Okay. Dinge gerade biegen kann ich. Ha,
Sorry, dass ich so ein Arsch war. Ich habe dich und Fragile schlecht behandelt. Ich werde mit meiner Kleinen ganz neu anfangen. Und wenn ich auch nicht annähernd das schaffe, was ihr da draußen macht, so will ich meinen Teil leisten. Wenn etwas repariert werden muss, kommt zu mir. Die UCA kann auf mich zählen. Ich werde mich dran gewöhnen müssen, aber es wird Zeit. Wir kommen ins UCA-Netzwerk. Ich lasse euch nicht hängen. Versprochen. Wir werden dich nie vergessen. Danke. Die ganze Region ist jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbunden. Auf zum nächsten Gebiet. Um South Nord City einzubinden, musst du eine Lieferung von Lake Nord City ausmachen. Ha? Ich kann nicht ganz folgen. Wieso bringen wir die Leute nicht ins Netzwerk? Dann können sie drucken, was sie brauchen. Du kannst nicht alles drucken. Das ist dir klar, oder? Nahrung, Medikamente, organische Verbindungen, dein gegen GDs erwiesenermaßen so effektives Blut. All das kann man nur auf altmodische Art verschicken, nicht über das Netzwerk. Seit dem letzten Angriff kommen die Einwohner von South Nord nicht mehr auf die Beine. Damit sie überleben können, brauchen sie alle Vorräte, die Lake Nord erübrigen kann. Geh hin und nimm den Auftrag an. Übrigens, manchmal trittst du die Rückreise auch ohne jede Fracht an, oder? Völlige Verschwendung. Mach das Beste aus jeder Strecke, indem du immer eine Lieferung dabei hast. Zum Beispiel kam gerade etwas vom Schrotthändler rein. Wohl ein gemeinsamer Auftrag von ihm und der chiralen Künstlerin. Ich denke, es wäre am besten, wenn du ihn annehmen würdest. Genaueres erfährst du am Terminal. Vorsicht, Sam. Das chirale Niveau nördlich von South North City ist ungewöhnlich. Die Zahlen deuten auf schweren Zeitregen im Gebiet hin. Scheint eine Art Unwetter zu sein, aber etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Wobei ich es ehrlich gesagt natürlich auch nicht sehe. Das Unwetter sollte direkt außerhalb meines Labors toben, aber mit dem Baby kann ich nicht nachsehen. Bis jetzt scheint es kaum Schaden angerichtet zu haben, aber könntest du für mich nachsehen? Nur halt bitte genug Abstand, okay? Thank you.
Auftrag zugewiesen. Mit diesen kleinen Schätzchen kannst du deine Feinde betäuben und dir eine kleine Atempause verschaffen. Einfach ausrüsten und werfen. Sie haben Kontaktzünder. Sie sollten alle Lebewesen innerhalb ihres Wirkungsbereichs handlungsunfähig machen. Aber nur Lebewesen. Gegen GDs sind sie vollkommen nutzlos. Einschränkung aufgerufen. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Wasseneinschränkung aufgerufen.
ID wird gescannt. ID wird geprüft. Angeschlossen. Waffen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts geprüft. Waffen geprüft. Vielen Dank. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Lange unterwegs, was? Ich hoffe, der Fracht geht so gut wie dir. Sehr schön, sehr schön. Ich schätze, du warst der Richtige für den Job. Das sind also seine Sachen. Motor und Tasche. Die sind anders als unser normales Zeug. Neue Typen, wie du gehört hast. Dass ein Schrotthändler das gebaut hat. Hab schon gehört, er sei ein Profi. Aber trotzdem, echt beeindruckend. Ich melde mich beim HQ und setze mich an die Bewertung. Verteilerzentrum haben gerade die Testergebnisse zu den Prototypen geschickt, die du geliefert hast. Haben wohl beide für Furore gesorgt. Vor allem der Motor war beeindruckend. Sie konnten nicht fassen, dass er aus Schrott besteht. Man kann ihn problemlos in einen modifizierten Truck einbauen. Der Schrotthändler trat den UCA bei. Der Motor wurde zur Liste herstellbarer Vorräte hinzugefügt. Auch über die Tasche hatten sie Gutes zu berichten. Der Vertrag ist bereits geschlossen und du findest die Tasche in deinem privaten Raum. Willst du deinen Rucksack anpassen, musst du sowieso dort vorbeischauen. Ich hoffe jedenfalls, dass du weißt, was du den beiden verdankst und dass du die neue Ausrüstung testest. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Die Haftwaffe verschießt ein anhaftendes Projektil. Waffe und Geschoss sind über einen Draht verbunden, der eingesetzt werden kann, um Ziele heranzuziehen. Ist auch sehr robust. Mehrere Dutzend Kilos sind kein Problem. Damit kannst du Fracht aus der Ferne in Sicherheit bringen. Und sie vielleicht einem Mule vor der Nase wegschnappen. Du bist ein kluges Kerlchen, also fallen dir sicher noch mehr Einsatzmöglichkeiten ein.
Das hängt nur von deiner Kreativität ab. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Sam, weißt du eigentlich, dass du in deinem privaten Raum deinen Rucksack anpassen kannst? Probier's doch mal aus.